Wir können auch einfach mal so 2 Minuten stehen bleiben und warten, was passiert, wie es sich entwickelt. Wir können ja mal gucken, wo überhaupt wer längs fährt und dann kann man ja immer noch entscheiden. Ich muss sagen, der T-34-3 gefällt mir vom Aussehen her auch. Weißt du, was da die Basis ist als Panzer? Nee, das kann ich dir nicht sagen. Könnte der T-34. Eine runde Form, wie die Heavys haben. Hier die Medium ist das, ne? Ja, sie sieht ein bisschen aus wie ein T-54, ne? Ja, die Turmform und so, ne? Mhm. Ja. Auch der würde ich nicht fahren wollen. Ich kann auch verschießen. Der ging nicht durch. Oh, nie. Jo. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Kommt aber nicht durch. So, jetzt drehe ich hier ab, nicht, dass er auf mich schießt. Hat er schon getan, ey. Fahren wir rechts mit rum? Jo. Jetzt bloß um die Ecke gucken, nicht, dass der Bulldog von hinten kommt. Hab ich vom KV-2 einen reingekriegt. Oh, nee, ne? Ja. Mal eben Hälfte Leben weg. Oder der hat bloß an die vorbeigeschossen, an irgendeinen anderen vorbeigeschossen. Hatte ich gar nicht gesehen. Ja, dann, ja, okay, er könnte auf einen AT-7 oder IS oder so geschossen haben. Ups. Haben getrackt. Oh, ich bin noch nicht so weit vorne. Das war auch pures Glück, dass ich getrackt habe. Oder purer Zufall, besser gesagt. Ich habe wieder getrackt. Ich weiß nicht, ob ich Schaden mache bei ihm. Ja, ist egal. Mit dem ersten Treffer hat er mir gleich mein Munitionslager zerschossen. Ich habe, weiß ich nicht, 20 Sekunden gebraucht zum Nachladen. Damals, der steht direkt vor dir, ne? Hm. Tut mir leid, das Sichtsystem ist wirklich... Ja, ne, also ich hätte ihn sehen müssen, der ist ja nur ein paar Meter entfernt gewesen. Ja, das natürlich in der Gebäude verschwinden sie oder so, aber sag mal, im Endeffekt muss man ganz ehrlich sagen, ist das auch noch ein kleiner Schwachpunkt, ist zu weit von der Realität entfernt. Mhm. Also er müsste eigentlich mehr zu sehen sein. Oder auch manchmal dann stehen sie ja direkt vor dir und dann verschwinden sie, dann tauchen sie wieder auf und oh, das war nun nichts. Oh, nichts. Mist. Oh. Die sieht dich nicht, also du kannst gerne ran schießen. Habe ich versucht, ich kann sie nicht anvisieren. Ach so, okay. Aber sie sollte dich auf jeden Fall nicht sehen und können. Dafür, die spottet hier hinten keiner. Die ist hinterm Haus. Ja, okay, das ist natürlich ärgerlich. Bei zu 6 schon wieder, ja, das ist doch wohl zum... Also merken, ey. Halt! Oh. Komm, roll wieder zurück. Auf den 3601? Oh, na, der ist gut. Nee, ist auch für mich hinterm Haus. Beziehungsweise würde er gerade hingeholt sein. Ich konnte ja durch den Balkon eben nicht schießen. Ja. Feuererlaubnis erteilt. Ziel verloren. Ich gestehe, ich mache nicht so gerne rechts rumfahren. Irgendwie nicht meine Seite. Nee, es wirkt so, als könnte man sich anschleichen, aber im Grunde genommen ist man vollkommen offen dabei und kriegt ja dann schnell auch ein paar eingeschenkt. So ist das. In diesem Falle gleich der erste Schuss, gleich Munitionstreffer. Oh. Mhm. Fängt denn immer gleich lustig an. Muss irgendwo noch eine Su-100Y nachher stehen. Jedenfalls das letzte Mal irgendwie
Ja, sonst war doch aufs Cap. Oh, oder so. Da ist die Suhu. Eine. Oh, schade. Na, kriegst du nochmal? Du musst noch nachladen. Ah, cool. Und weg jetzt. Ja. Ah, super. Ich wollte nicht referieren gerade, aber besser ist, glaube ich. Ja, obwohl er hat ja noch lange noch nachgeladen, der Tiger 2. Ja. Den geht's immer. Ich hätte auch mein Munitionslager reparieren können, aber manchmal. Ja, da scheue ich mich auch vor, ne? Für mich ist meistens das Reparaturkit wichtiger, dass ich die Kette wieder in Gang kriege, wenn ich dann irgendwo stehe. Und dann ist meistens auch die paar Sekunden, die dir dann fehlen, wegen dem Munitionslager. Ja, ja. Ja, meistens ist es so, ich habe, war das gestern? Da haben sie mir meine Gun zerschossen. Dann habe ich sie repariert und gleich mit dem nächsten Einschlag gleich wieder die Gun kaputt. Oh. Ja, das ist natürlich übel. Oh, cool. Fahrzeug ausgeschaltet. Wenn er schon so doof da steht. Ja, sehr schön. Müsste irgendwo rechts von dir noch ein T-54 dann sein und das ist Super Pershing. Der Tiger. Und hinter mir ist der T-54, ja. Jetzt Flucht nach vorne. Oh, da brannte sogar. Gebäude. Ja. Ja, hinten T-54, vorne Tiger. Dann hätte ich nur noch stehen bleiben können oder eben Flucht irgendwohin versuchen. Ja, aber dann hätten sie vielleicht vorfahren müssen, sozusagen, um dich zu holen. Stimmt. Habe ich nicht dran gedacht. Jetzt hättest du sozusagen warten können und ja, jetzt hättest du wegfahren können, im Prinzip. Ja. Jetzt in die Ecke gefahren, hättest du dauernd offen gehabt als Spot. Hm. Na, aber das werden sie ja wohl schaffen jetzt. Wer weiß. Also sollten wir lieber warten, bis die anderen da sind. Es sind ja jetzt alle da, oder? Ja. Na gut, der Jagdtiger ist nicht in Schussposition, aber trotzdem. Okay, jetzt noch der T-55. Ja, jetzt sollten sie es schaffen. Super. Und für dich eine sehr schöne Runde. Ja, ne? War auch ein spannendes Gefecht an sich. Ja. Ja, kam auch gut Punkte rum. Das ist wohl. Oh, 735. Mhm. Das waren jetzt mit Premium 1100. Das ist selten, dass ich sowas habe. Ja. Ja, da hat unser Tiger 2 3600 Schaden gemacht. Nicht schlecht.